Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und so begrüße ich euch hier mittlerweile seit über 2 Jahren jeden Freitag, also an jedem Tag der Freier. Holla, Nana Sturm hier. Es gibt Leute, die nennen mich deshalb schon die Holla Nana. Heute wende ich mich nach über einem Jahr mal wieder an euch mit der Bitte um Unterstützung. Ja, dies ist ein Spendenaufruf. Unterstützt bitte die Arbeit des Kanals Matriwissen. Also dieser Kanal hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, über matriarchales Wissen zu informieren, also über Matriarchate in unserer Vergangenheit, über heutige Matriarchate, über all das Wissen, was da rundum gehört. Auf der anderen Seite natürlich auch über die Patriarchatskritik, also Patriarchatskritik und Matriarchatsforschung, das sind ja quasi die zwei Seiten einer Medaille, also so nennen es zumindest Heidegöttner Abendroth und Claudia von Werlhoff, die das also beide immer wieder betonen, das gehört zusammen. Und vor dem Hintergrund, also vor dem Wissen um matriarchale Zivilisationen können wir halt überhaupt erst wirklich erkennen, in was für Strukturen wir heutzutage leben. Und umgedreht gibt uns natürlich die Beschäftigung mit matriarchalen Zivilisationen gleich eine Alternative und also ganz viele Inspirationen an die Hand. Heute gibt es hier eigentlich sogar zwei Aufrufe. Das eine ist ein Spendenaufruf, das andere eine Bitte um eure Rückmeldung und vielleicht sogar Mitarbeit. Also der Spendenaufruf und andere Dinge, die ich nicht so gut kann, da gehört auch zu, dass ich immer nicht sage irgendwie und liked und teilt und kommentiert und letztlich sind es aber Sachen, die dazu beitragen, also wenn YouTube Aktivität auf einem Kanal wahrnimmt, wird das besser gelistet. Es wird dann auch von außenstehenden Personen, die den Kanal also nicht abonniert haben oder so, denen wird das dann häufiger vorgeschlagen. Das heißt, wenn ihr da einfach liked, wenn ihr kommentiert, oder das halt wirklich auch in euren Netzwerken teilt. Ja, wenn ihr zum Beispiel bei Telegram seid oder so, teilt das gerne, gerne da. Ich bin da nicht. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, wenn ihr das da verbreiten helft. Und ich bin wirklich dankbar, wenn ihr mit einer Spende die Arbeit hier am Kanal unterstützen mögt. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die nach dem letzten Aufruf gespendet haben. Ich hatte mich da ja bei vielen auch schon namentlich bedankt. Dann ist es ruhiger geworden so und es kamen aber jetzt letztens nochmal 3 Spenden rein. Also da nochmal ganz herzlichen Dank an Christel, an Ulrike und an Siegbert. Und ganz besonders herzlichen Dank an Oshama Daisuke und Dagmar Lilly Margotsdotter, die als Vorstand von dem Verein Matriarchal Hemmer, möchte ich da auch erwähnen, den dreien ein ganz herzliches Dankeschön, dass also der Verein Matriarchal immer wieder die Arbeit des Kanals hier unterstützt. Und auch ein ganz tief empfundenes Dankeschön an Gudrun Nosiczka, die mich regelmäßig unterstützt, die tatsächlich nach dem letzten Spendenaufruf einen Dauerauftrag eingerichtet hat und mich monatlich unterstützt. Das ist fantastisch. Danke. Ganz herzlichen Dank auch an Christoph, der tatsächlich immer wieder meine Arbeit, oder in dem Fall muss ich auch sagen, also auch einfach mich unterstützt. Ja, danke. Und ein herzliches Dankeschön an Harald Hamann. Harald Hamann, der hat mich im Sommer zu sich nach Finnland eingeladen. Und das ist das Material, was ich gerade bearbeite. Und da geht es um Alteuropa. Also Harald Hamann wird vielen ein Begriff sein. Er ist Sprachwissenschaftler, Forscher, Autor. Er hat 83 Bücher geschrieben und ist wirklich Experte für Alteuropa. Also man könnte ihn als den geistigen Sohn von Maria Gimbutas bezeichnen. Und diese Interviewserie mit Harald ist wirklich toll geworden. Also das ist, wir hatten Zeit, ich war länger da, ich war 10 Tage da. Und wir haben also wirklich in aller Ruhe über alles gesprochen. Wahnsinnig viel Material, was dabei entstanden ist. Und es gab dann auch mal den Gedanken, das nun als Paket auch zu verkaufen oder so. Und da habe ich gemerkt, dass sich da alles in mir sträubt. Weil ich halte es für ein Verbrechen, dass uns dieses Wissen in der Schule vorenthalten wurde. Und ich merkte also, ich kann das nur verschenken.
Das ist super wichtig, dass wir alle darüber Bescheid wissen. Ja, Punkt. Und so mit der Schenkökonomie, das macht ja auch Spaß und das funktioniert ja auch, wenn andere halt auch schenken. Wenn also Sachen zirkulieren und von daher, also unten ist die Spendenadresse eingeblendet und Spendenquittung kann über den Verein Materialwahl ausgestellt werden. Ab nächster Woche geht es dann hier los mit Teilen der Interviewserie mit Professor Dr. Harald Hamann. Ich glaube, es wird sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend und ich freue mich ganz doll darauf. Der zweite Teil des Aufrufs, wo es um eure Rückmeldungen geht oder beziehungsweise auch um die Frage, ob ihr mal was mitmachen wollt. Also hier blende ich euch jetzt nochmal meine Mailadresse ein. Das ist mail@nannasturm.de und schreibt mir gerne, was war in den letzten 2 Jahren wichtig für euch hier auf dem Kanal? Was waren Informationen, wo sich vielleicht was geöffnet hat oder wo ihr einen ganz großen Widerstand auch hattet oder wo ihr das Gefühl hattet, ah, ihr erinnert euch oder keine Ahnung, was mit euch hier so passiert ist. Schreibt mir gerne, ich würde gerne mal zusammentragen, was bedeutet Matriarchat für euch? Was bedeutet das in eurem Leben, dieses Wissen zu integrieren? Und tut mir einen Gefallen, verdichtet das Ganze. Und dann würde ich das halt gerne mal zusammentragen, irgendwie für eine Sendung. Auch wenn ihr Bilder malt oder passende Fotos habt, die ihr gerne zeigen, teilen möchtet hier. Ja, schickt mir das alles gerne an mail@nannasturm.de. Und dann ist auch die Frage, wollt ihr vielleicht mal was mitmachen? Also vielleicht macht ihr auch Videos oder ihr moderiert, ihr schreibt Texte, ihr macht Musik, ihr habt irgendwelche Talente, Videoanimationen, was weiß ich denn, die ihr gerne einsetzen wollt, um das Wissen um matriarchale Gesellschaften im Gestern, im Heute und als Inspiration für die Zukunft verbreiten zu helfen. So, also ja, macht gern einfach mal konkrete Vorschläge, wie, wo, was ihr mitarbeiten wollen würdet. Schreibt mir dazu auch an mail@nannasturm.de oder ihr könnt euch damit auch an den Verein Matriawahl, an Uschama Deisky oder Dagmar Lilly Margotsdotter wenden. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche und bis dahin. Sternenstaub und Wurzelkraft, Ahnenweisheit neu entfacht. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Sei nicht faul, schau auf dich selbst. Geh nach innen jetzt im Herbst. Leg den Samen für neue Blüte, für die Freiheit und die Güte. Holla.